Hallo und wieder recht herzlich willkommen in Empyreon. Heute an meiner Seite das Forschungsteam. Ich sehe da gerade. Gestörter Hamster mit seiner fantastischen Superkiste. Ich bin unter Wasser, ich bin gleich da. Say yes, Hamster. Yo, Alter, hallo. Dann haben wir den Amumuro dabei, unseren Versorger für Leib und Seele. Nee, Leib und Magen, sag ich mal, lieber. Kommt noch. Kommt alles noch. Also der Amo wird hier, den haben wir wieder den Kochkünsten verschrieben. Und Harry ist gerade gelandet. Harry Harko, hallo. Hallo. So, das oberverrückte Team ist wieder. Wir müssen für Max hier erstmal ein bisschen Silizium besorgen. Ich weiß, wo es gibt. Also das Typische hier. Hast du jetzt schon einen Anzug, Max, oder wie? Nö. Wer fährt denn hier vor mir auf dem Moped? Das bin ich. Alles klar. Gut, ich habe auch noch kein Moped. Ich will mir einen Gleiter bauen. Ich werde jetzt erstmal Silizium machen. Ach so, Glas. Ich will oben bauen. Max, kümmerst du dich um die Elektrifizierung? Du kannst sie aber auch mit einziehen. Ne? Wir können das verbreitern. Oben mit die Zelte können weg hier, Max. Ja, ich würde nur mal ganz gerne. Kann ich mich an deine Rohstoffen bedienen? Zwecks Kettensäge? Max, bediene dich an meinen Rohstoffen. Okay. Ich will hier bloß ein Zelt hinbauen, damit ich hier ein bisschen weiter weg. So, damit du hier bauen kannst, damit wir Platz haben. Alles andere, glaube ich, den Zugriff habe ich dir gegeben, ne? Also du kannst alles machen, weil mit Ammo hatte ich das Problem, deswegen habe ich dir ja die WhatsApp letztens geschrieben, Max. Ja, ich habe es versucht, relativ schnell zu beantworten. Kein Platz. Ja, war gut und das hat geholfen. Deswegen, da konnte dein Ammo zugreifen, weißt du? So. Ja, die Erklärung ist natürlich Umweg. So, wir haben hier zwei so eine Konstruktoren. Achso, hatten zwei Konstruktoren. Wieso kann ich jetzt nur auf einen... Wenn ich auf den zugreife. Ich glaube, der eine gehört mir. Ach so, das ist ja doof. Nee. Wohl? Keine Ahnung. Ich habe meinen hier oben wieder hingestellt, glaube ich. Ich habe mir einen extra gebaut. Ist der andere komplett leer? Ja, weiß ich nicht. Max baut jetzt gerade eine Kettensäge und Benzin. Und ich brauche Fenster. Ich brauche Glasfenster. Silizium findest du meistens an den Stränden. Also vielleicht naja, ich weiß. Oh, okay. Nein, ich weiß, Max. Alle, Dude. Max, Schnauze. So. Nein, Spaß beiseite. Entdeckt. Ich gehe jetzt erstmal. Ja, wir machen hier erstmal wieder ein Lager, würde ich vorschlagen. Und dann kann sich natürlich hier jeder so sein Camp, seinen Sachen entsprechen, wie wir das in den anderen Sachen auch gemacht haben. Ich werde erstmal ein bisschen was sammeln. Guck mal, die Kohlköpfe sind schon wieder nachgewachsen hier. Die nehme ich natürlich gleich mit. Aber ich will Silizium besorgen. Die wachsen. Also ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit bis Basenbau. Ich muss mir ein Bild machen vom Gebäude, wie ich es bauen will. Ja, ist gut, mach. Lass dir Zeit. Wir haben ja Zeit. Es ist schönes Wetter. Ich werde jetzt erstmal Silizium und alles. Ich werde Rohstoffe besorgen. Und Max sagt immer, was wir am wichtigsten brauchen. Ja, erstmal Silizium und Kupfer. Eisen habe ich gerade 300 oder was geholt. Also das geht. Klar. Ich schub's mich an. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Pentaxid. Sehr gut. Schade, dass man das Ding hier nicht diesen Laser modifizieren kann, dass er noch mehr abbaut. Mhm. Oder schneller. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das geht. Oder ob man eine neue Sache dafür kriegt. Also diese Prometheum-Steine mit 1000 Lebenspunkten ist schon ein harter Brocken. Die brauchen eine Weile, ja. Die sind aber auch lebenswichtig. So, ich muss nachher unbedingt mal ein paar Riegel futtern. Habe ich denn noch was am Mann? Hä? Inventar, Gemüse kann ich futtern. Und ja, mit dem rohen Zeug, da habe ich mich auf die Nase gepackt mit letztens. Wir sind noch nicht so weit fortgeschritten, dass wir rohe Nahrung zu uns nehmen können. Genau. Nein, ich sollte mir doch ein paar Riegel machen. Ich glaube, dann geht es mir etwas besser. Max, dann kann ich dir sagen, was ich machen will. Hier oben, also die Insel hier. Ja, ich bin gerade nicht da. Ach so. Wer ist das dann da im Wasser? Ach, der Quincy oder was? Ich bin im Wasser. Ach so. Ich bin gerade beim Abbauen vom Prometheum-Gestein. Oh ja, Moment, wo bist du? Ich höre dich. Das sind 1000 Lebenspunkte hier gerade. Ich weiß. Das ist sehr unwahrscheinlich interessant. Im Takt dazu wiegen sich die Farnblätter auf dem Meeresboden. Es beglückt mich gerade. Gut. Hi. Hi, Amo. Hi. Das ist geil, dass man hier so schön unter Wasser. Ja, das gefällt mir auch.
Also das finde ich echt gut hier. Man kann auch Seealgen, glaube ich, Pflanzenproteine. Ja, ja. Ah, das sind die Dinger, um deine Riegel herzustellen. Aha. Genau. Also Nahrungsquelle ist schon mal gegeben, was das angeht. Ja, darum ja. Ah, Pflanzenproteine. Siehst du, die sammle ich natürlich mit. Das wird natürlich gleich mitgesammelt und... Achso, ja, ich wollte ja was essen. Da war... Wieso er? Oh. Ah, ein kleines Frack. Thorsten, ich habe den Frack gefunden. Ja? Wolltest du da hinkommen? Das ist ganz nicht weit weg von uns. Ich bin noch nicht drin gewesen. Ich komme einen halben Kilometer. Ich komme, Max. Ich bin gerade unter Wasser. Mit Forschung beschäftigt. Mit genetischen alles. Forschung. Wie ich uns klonen kann und dass wir... Ja... Max ist ja jetzt im Moment eine Frau und wir wissen nicht, wie wir ihn umformen können. Maxima. Er heißt ja eigentlich Maxima jetzt. Aber wir sind glücklich darüber. Aber wir wollen auch, dass er schwanger wird. Er, ne? Was? Nein! Ich merke schon wieder, also... Alles ja, gut. Dann erlebt er die Schmerzen einer Geburt, sag mal, dann verabreichen wir ihm noch ein Mittel, dass das Thema so stark ist. Also Max, ich muss hier nochmal ganz kurz Silizium. Max, du weißt doch, wie das ist. Gerade wenn du sagst, okay, ich bin jetzt unterwegs, dann siehst du hier alles. Ja. Ne, passt ja. Das ist ja auf der Karte markiert. Ich gehe da jetzt nicht rein. Nur damit ihr es entdeckt habt, ne? Die Markierung habt ihr jetzt auf der Karte. Ja. Hoffe ich zumindest, dass ihr die habt. Begrünst. Ist das dieser auf dem kleinen Kompass, dieser... Wieso lässt sich das nicht abbauen hier? Ist das dieser auf dem Kompass, Mini-Kompass markierte kleine Nasentropfen? Ja. Okay. So, eigentlich will ich jetzt raus aus dem Wasser, sonst finde ich hier noch mehr. Ein Titanlager? Geil, abbauen. Brauchen wir. Titan, Silizium. Alle. Och, hör doch auf hier, jetzt ist schon wieder. Ich will raus hier aus dem Wasser. Aber ich brauche auch Glas. So, Max, ich bin unterwegs zu dir. Max ist da. Da ist das. Kleines Frack da hinten, alles klar. Da ist das Lager. Und wo hat Max... Ach, da oben hast du das, in die Richtung, alles klar. Warte mal, mal gucken, auf der Karte. Obelisk. Kleines Frack. Wegpunkt setzen. Bestätigen. Auf dem HUD anzeigen. Er macht das jetzt auf dem HUD. Ein Wunder, dass das Ding nicht anfängt zu brennen, der Baum, ne? Ja, beim Abbau mit dem Laser meinst du, ne? Ja. Oh. Aber ich habe einen schönen grünen Planeten gesucht, ne? So, das nehmen wir gleich noch mit. Silizium unterwegs. Also, müssen wir mitnehmen. Bitte unterlasse diese Geschichte von wegen. Ja, ich habe den Planeten rausgesucht. So, nur für die Zuschauer. Wir haben, glaube ich, 5 oder 6 Mal das Spiel noch irgendwann, bis der Planet wirklich Thorsten gefallen hat. Wenn überhaupt, das stimmt. Ja, muss ich Max recht geben, das stimmt. Ich bin da sehr wählerisch. Irgendeiner kommt hier mit seinem umweltverschmutzenden Moped hier vorbei. Wenn das Euro 6 zertifiziert, das geht. Dann ist gut. E-Bike mit Prometheus Platten, Briketts. Oh. Warte, hier noch gleich mitnehmen. Ein Wrack, ein kleines Little Wrack. Nice. So, das können wir ausgraben, damit hier, manchmal soll sich da unten auch noch eine Kiste verbergen, ne? Ja, mit welcher Waffe machst du das jetzt? Dem Rohstoffentferner, Piu-Piu, womit du auf Felsen abbaust. Aha. Also das ist anfangs Überlebensmodul. Also den. Ich hab ihn. Ich hab die Frachtbox gefunden. Ha! Glasfaser, Max. Ey. Jetzt können wir dir das Ding bauen. Welches Ding? Na, deinen Anzug, oder hast du den jetzt schon? Habe ich aber vergessen, dass ich das mache. Scheiße. Nee, du kriegst einen Anzug jetzt. Ich baue dir den.
Wir könnten viel lieber eigentlich ein Multitool gebrauchen. Den Anzug kann ich auch später kommen. Nein, du kriegst jetzt einen Anzug. Aber der Multitool ist irgendwie. Nein, du kriegst jetzt einen Anzug. Du sollst schweben, Max. Ich will, dass du schwebst. Ja. Wer ist denn das hier unten? Ammo? Jo. Ey, das staubt aber trotzdem, wa? Wieso ist das überhaupt so leise? Hast du eingestellt wahrscheinlich. Das würde ich nicht tun, das hat Max gemacht. Hä? Max stellt mein Spiel immer leise. Ich hab's ja noch von gestern hat ein bisschen... Max hackt sich immer in mein Rechnersystem und macht das Spiel leise. Stimmt, Max? Das ist so ein Hobby von mir. Das mache ich neben der Arbeit. Da werde ich immer ganz glücklich bei. Ist praktisch wie beim Leo. Ich mag es einfach in den Anmoderknapp. Ja, das ist richtig. Was ich mag. Ich glaube, ich bin wieder besonders sympathisch. Der hat sich aber hier tief eingegraben, wa? Den legen wir mal richtig frei hier. Aber die Frachtbox habe ich schon platt gemacht, Anno. Okay. Die habe ich schon ausgeräumt. Da ist die Glasfaser drin, die ich für Max Anzug benötige, um den zu fertigen. Weil ich wieder durch bin. Ich bin die Wiesel. Haut da jemand das Wrack auch gleichzeitig ab? Ja, ne? Ja. Sehr gut. So, ich werde mich da mal... Warte mal, Augenblick mal, Geduld. Augenblick mal, Freunde. Ein Screenshot sei mir bitte vergönnt, ja? Nö. Hier war doch irgendein Vieh gewesen, oder nicht? Ja, das war ich gerade. Ich hab's gekillt. Achso, aber ich hab doch was gehört, das meine ich doch. Ja, gibt Fleisch, glaube ich. Mal gucken, Fleisch. Alien Plasma T6. So, war das von den Viechern? Kann man die Wegpunkte jetzt wieder weghauen? Den Weg kannst du auch entfernen, weil das Fahrzeug komplett abgebaut ist. Mit dem Multitool könnten wir jetzt alles zurückkommen, lieber Thorsten. Mit was? Mit dem Multitool. Ich brauche die Rüstung nicht. Max, komm her, hier hast du das Multitool. Komm her, Schieder. Komm, Schieder, hier. Hier, Schieder. Schieder? Wie bin ich hier? So, pass auf. Multitool T1, hier, Max. Ach, das hier Ablehnung. Unten. Ablehnung. Liegt hier unten rum. Hier, ich Munition. Komm. Liegt hier unten rum. Hab dich lieb, Thorsten. Danke. Hier, bitte sehr. So, ich baue dir den Anzug jetzt, aber... Okay. Ich hab mich verlaufen. Irgendwo war doch hier eine Basis. Oh, wie das erqualmt aus der Bude, wenn ihr da rumschießt. Da, kommt immer, so eine, da kommt immer so eine Fontäne hoch. So, ich werde mal zum Camp gehen. Obelis, hier ist das Camp. Das werde ich mal als Wegpunkt auf dem Rad anzeigen. Damit man das immer findet hier. Genau. Ammo, ich glaube, das ist weg, oder? Ja, ja. Okay. Oh, ich habe eben Geräusch gehört. Das war aber das Kabel an meinem... Kopfhörer. Ich kann den ja abziehen und wieder ranstecken, das Kabel. Also einmal so, dass er direkt verbunden ist oder eben halt nur über Funk, ne? Und nur habe ich das aber über Kabel verbunden und eben machte das so ein Geräusch so. Ich denke, was ist das für ein Vieh? Das Kabel rutschte langsam von meinem Knie, weißt du? Beim Bewegen. Habe ich schon ein bisschen Angst gehabt. Ich sitze hier noch schweißgebadet auf meinem Stuhl. Der Hitze bald festgeklebt. Das sag ich ja. Ja, das habe ich auch bei meiner Rückenlehne. Das ist, ja. Saugt sich voll wie ein Schwamm. Ein Wasserstuhl. Das Camp. Wegpunkt, das bestätige ich. Wieso steht da immer noch Notfallzelte? Bläh. Oh, was haben wir denn da? 100 Meter, 400 Meter. Ein Fragezeichen. Mal schauen, da gehe ich mal hin. Ja.
Dann sag mal Bescheid, ne? Sag mal Bescheid. Bescheid. Aber wenn ich da bin. Die Spechte sind hier auch ganz schön an Arbeiten, ne? Ja. Die Spechte. Ich bin schon wieder aus der Puste. Ich wollte was essen. Jetzt weiß ich was. Ich hatte doch was vorgehabt. Gut, meine frisch gemachten Riegel. Wieso habe ich nur noch ein halbes Leben? Why? Oh, was? Ja. Einen Anzug für Maxchen. Da haben wir. Max, jetzt geht er ab. Wenn die 774 Benzinkanister fertiggestellt wurden. Ja. Nun, Ich sag da nichts mehr. Ich sag nichts mehr dazu, ne? Ja, ich baue nicht Neukonstrukte. Ich baue immer mehrere. Mit Benzin braucht ihr nur Holz und du kannst diese kleinen Konstruktoren kannst du ohne Ende bauen und die brauchen ja keine Energie. Da kannst du super mit Treibstoff produzieren, wenn du mehrere baust. Fenster, Größe L. Fenster. Wir brauchen erstmal Fensterchen. Ah, Talplantation. Ich habe eine Talfarm gefunden. Ach, ist gut. So, Max, hier der Anzug, der hier dann fertig gemacht wird, den kannst du dir dann rausnehmen, ne? Jo. Ich werde mal ganz kurz. Ich werde fertig machen. Wieso, ist der schon raus oder was ist damit? Ist er in der Ausgabe? Ne, wo ist denn der? Also auf jeden Fall, ich habe diesen Talhändler gefunden. Wo bin ich jetzt? Und hier könnte man eine Quest, glaube ich, theoretisch annehmen. Also, ja. Das ist, ja, Thorsten. Was denn? Passt der Anzug nicht, oder was? Na, wie soll ich es sagen? Also, für den Anfang will man natürlich einen Bodendeckel oder sowas haben, für die Erzminen, ne? Aha. Für den braucht man Silizium. Habe ich doch jetzt aber erstmal Fenster gemacht, Max. Die Fenster bauen keine Ressourcen ab. Aber Fenster sind dafür, dass mein Gebäude schick ist. Hauptsache, du hast das nicht eingelöst hier. Drei Fenster hat er mir geladen. Du spinnst ja wohl, oder was? Mehr ging nicht. Wenn er kein Silizium mehr da ist, bricht er auch. Na, ich gehe gleich Silizium holen. Ja. Meine Villa soll schön werden, klar? Ich hab mal so ein Ding gesetzt und Marker für den Talhändler. Das ist klar. Hallo? Ja, was denn? Das soll schön werden hier. Alles gut, nee, ich begrüße deine Prioritäten. Na, also. Das ist wichtig. Na, dann haben wir das doch schon mal wieder. Wenn du einen Kolbenfresser hast, einen Wagen, dann machst du auch erstmal die Scheiße. Ja. Ersetzt, aber nicht quietschen. Ja. Oh, es tut mir leid. Ja, genau so läuft das hier bei mir. So, eins, zwei. Aber das Silizium hier gefunden, stimmt das? Ich habe ein Siliziumlager gefunden, also 100 Meter, also 40 Meter bin ich davon entfernt. Also da müsste man in den Boden bohren, aber ich vermute, dass es dann in dem Gebiet von der Tal, oder wie die sich nennen, wenn man da abbaut, gibt es halt Minusruf. Ja, kriegen wir sowieso, ihr habt eure Basen in dem Talos-Gebiet gebaut, also das... Was ist das hier, Talos-Gebiet, was wir hier gebaut haben? Was steht denn oben rechts unter deinem Radar, Thorsten? Und da oben rechts unter meinem Radar steht Quincy's Anbaugebiet. Hä? Das ist mir neu. Das andere, das werde ich jetzt gleich mal wegradieren. Warte mal. So, ein bisschen wegradieren hier oben. Kurz mit der Edding über Bildschirm. Kurz weg. Mir doch egal, ob ich mein Camp gebaut habe. Die werden platt gemacht. Also mit denen können wir praktisch nicht mehr handeln, weil die uns hassen, oder wie? Nein, noch nicht. Gut. Noch nicht, nee. Aber zumindest kriege ich keinen Ruf ab, so wo ich jetzt gerade die Mine hier abbaue. Weil ich hülle gerade mal das Ding schön aus. Wenn wir erstmal die dicken Gleiter bauen, dann greifen wir ihr Camp sowieso an und unterwerfen sie uns. Nein, wir wollen natürlich Freunde. Wir wollen Freundschaften mit ihnen schließen. Langjährige, langlebige Freundschaften. So, ich brauche jetzt Betonplatten. Beton. Max, wann bauen wir die Gleiter? Wie viel Material brauchst du? Silizium brauchst du, ne? Ja, 30 Silizium, dann kann ich die... Max, ich hole Silizium. Okay, erstmal einen kann ich nur bauen, den werde ich dann auch mit mehreren Sitzen ausstatten. Max, ich hole Silizium. Okay. Ich kümmere mich um Silizium.
Aber andere Sachen bringe ich auch noch mit. Wie Eisen. Eisen vom Eisen. Jo. Ich habe auch festgestellt, dass hier einige Dinosaurs auch liebevoll sind. Hier so eine komischen Pflanzenknapperer, so eine ganz großen. Da habe ich gestern mal ein paar Screenshots von gemacht. Also die sind auch nett. Ja, ich hast ja echt viel Leben drin im Spiel, muss man sagen. Ne? Ja. Boah, ich denke, wer kriecht da schon wieder hinter mir mit seinem Moped rum, ey? Ich krieg hier Angst. Man hört hier bloß mal so ein Geräusch. Was bringen diese Knochen eigentlich, wenn man das platt macht hier? Das weiß ich nicht. Ich hab's ja noch nie. Mal gucken, was haben die jetzt gebracht? Die eigentlich müssten die Calcium bringen. Pflanzenfaser, Pentoxid, Kupfererz. Der gestörte Hamster hat ein interessantes gefunden. Also ein Objekt. Ja, das ist eine Farm von der Talon. Das sind die, in dessen Gebiet wir gebaut haben. Ja, ich sehe das da hinten gerade. Die sind aber eigentlich nett. Das sind nette Talons. Wir lassen sie in Ruhe, die lassen uns in Ruhe. Allerdings sind das auch primitiv. Die rennen mit Speeren rum. Ja, wir werden sie aber in die Handhabung von Laserwaffen einweihen eines Tages. Wenn wir dann andere Planeten erforschen. Ich hätte schon fast wieder erobern gesagt. Wir erforschen natürlich nur. Ich glaube, das liegt direkt im Wasser hier, dieses Silizium. Ja, liegt doch direkt im Fluss. Aber sonst ist das schon cool. Wenn wir dann halt die Gleiter haben, dann lohnt sich das schon. Also Max und ich, wir haben das ja schon mal getestet auf unseren... ja, also das ist mein erster Server, den ich hier öffne, muss ich sagen. Also ich brauchte das Spiel natürlich nicht mehrfach starten hier. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr mitgezählt. Ich glaube, das war ein 6-mal. Harry, lebst du noch? Ja. Gut, Harry. Harry, bist du schon irgendwo in unserer Nähe oder bist du noch auf der Jagd nach dem Leben? Bin noch auf der Jagd. Gut, Harry. Ach, Prometheum-Gestein. Oh, das dauert ja mal am längsten, aber das brauchen wir halt, ne? Wir brauchen alles. Was willst du machen? Ich komm mich durch zum Erdkern, hol das restliche. Das dachte ich mir schon. Da kann man irgendwann ausprobieren. Ja, wir werden natürlich genauso größenwahnsinnig bauen wie in den anderen Spielen. Logisch. Lasst uns erstmal richtig klarkommen hier. Dann gibt es hier 10-stöckige Lager. Mit allem drum und dran. Aber auf der Insel bleibst du jetzt, da baust du dich aus, ne, Ammo? Ja, ich versuche das, wenn ich weiß, wie ich was baue. Man kann ja sich auch verschiedene Formen machen. Ich mir da die Gemüsefarm hinbaue, aber was auch immer da was ist. Ja, ja. Oh, schön. Wenn wir erstmal Viecher gefangen haben. Alter, ist das Ding groß, ey. Die Silizium hier, die Siliziumminen. Oh, nimm alle mit, alles mitnehmen, wir brauchen Silizium. Dann kann der Hamster eine Gleiterflotte bauen. Ich hab schon gefühlt schon einen halben Kilometer gegraben und hab ja. 70% weg. Der Hamster baut dann eine Gleiterflotte. Oh, wie das hier im Takt immer mit diesem Fahren geht, wenn du unter Wasser die Prometheum-Brocken da abbaust. Gott, oh Gott, oh Gott, ey. 1000 Lebenspunkte. Ja, aber das braucht eine Weile. Eigentlich wollte ich Silizium finden. Ja, ich habe doch eine Mine, die will ich gerade ganz schön aus. Da hinten sind noch mehr von diesen komischen... Was haben wir hier unten? Ah, Silizium. Also Silizium lässt sich gut abbauen. Ja.
Ach, wir brauchen ja alles letztendlich, ne? Ja. Ganze Material. Was ist das? Pentaxid. Roh. Das brauchen wir auch, aber später, wirklich später. Okay, Max. Für die Sprungantriebe. Für die Warp-Antriebe? Wow. Genau. Oder für Schutzschilde. Okay. Ja, Schutzschilde. Silizium habe ich jetzt. Kohlenstoffsubstrat. Silizium habe ich 20. Also das ist ja auch wirklich, die Ausbeute ist ja auch nicht so doll, ne? Siliziumlager. Größe ca. 100% übrig. Ach so, in 247 Meter. Ich wollte mich jetzt gerade durchbuddeln zur Ammo von hier aus vom Fluss. Genau. Ja, ich hänge noch, ich komme gleich auch wieder zu weit. Ich muss gerade Kohlenstoff abbauen. Ich habe eine Mine gefunden. Das brauchen wir für die Gleiter. Ja, und Silizium brauchen wir auch amass. Ja, da bin ich ja gerade dabei. Okay, ja. Ist ja nun mal so halt. Wir wollen ja Gleiter haben, Freunde. Wir brauchen Gleiter. Also müssen wir halt hier auch ein bisschen abbauen. Wir brauchen viel Material. So. Hier noch ein bisschen was. Das Zeug. Guck mal hier. Hier ist noch. Ah, guck mal hier. Also unter Wasser ist hier aber wirklich viel, ne? Ja. Hm. Also da brauchst du tatsächlich schon den Panzer für. Da geht auch gar kein Sauerstoffverlust bei Flöten, finde ich. Nee, sehr langsam. Ich muss mir mal ein paar Proteinriegel basteln, damit ich hier nicht verhungere. Das ist schon sehr wichtig. Ja, der Anfang ist schwer. Das tut mir ja wirklich ausdrücklich leid. Aber wie gesagt, Freunde, bei diesem schönen Sonnenuntergang möchte ich mich auch erstmal wieder verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Eure Fallout Legends. Tschüss. Tschüss.